Ich habe eine Hand gesehen, die meinen Kopf berührt und eine Stimme gehört, die sagt, ich liebe dich. Bis zu diesem Tag habe ich weder nach Gott gefragt, noch geglaubt, dass ich auf einem falschen Weg sein könnte. Mein Leben hat sich gedreht um Frauen, Geld, Karriere, das Leben genießen, gut aussehen. Normal halt. Ob es Gott gibt oder nicht, das weiß ja auch keiner, oder? Und wenn es ihn gibt, bei all dem Leid auf dieser Erde, scheint er im besten Fall einfach nur weit weg zu sein. Doch der 6. Februar 2012 hat mein Leben für immer verändert. Dieser eine Satz ist mir einfach im Kopf die ganze Zeit hängen geblieben. Wer war Jesus? Und könnte der irgendwas mit meinem Leben zu tun haben? Zwischen den Zeilen ist mir ein Mann begegnet, der hat die totale Selbstlosigkeit verkörpert. Ich habe gesehen, der hat jeden einzelnen Menschen geliebt. Er hat alle Kranken, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Und ich habe mir in dem Moment so sehr gewünscht, nur 2 Minuten mal bei ihm sein zu können. Und so habe ich gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte so stimmt oder nicht. Aber wenn es wahr ist und wenn du tatsächlich lebst, dann würde ich mir nichts sehnlicher wünschen, als dich in meinem Leben zu haben. Im nächsten Moment habe ich eine Hand gesehen, die meinen Kopf berührt und eine Stimme gehört, die sagt, ich liebe dich. Genau dieser Augenblick hat 24 Jahre Atheismus in einer Sekunde zerstört. 24 Jahre lang kämpfen, sich drehen um meine eigenen Probleme und um meine Sorgen und Ängste. 24 Jahre Streben nach Anerkennung und Liebe durch meine Leistung vor anderen waren beendet. Im Grunde meines Herzens, als ich ihn um Vergebung gebetet habe, habe ich eigentlich gebetet, nimm einfach alles weg, was mich von dir trennt. Und in diesem Augenblick hat es mich unter der Kraft Gottes und einer immensen Kraft vornüber auf den Boden gehauen. Ich war auf diesem Boden und ich habe geweint. Als ich von diesem Boden aufgestanden bin, habe ich nicht nur gemerkt, dass meine Schuld vergeben ist, sondern dass ich neue Bedürfnisse habe in meinem Herzen. Ich habe gespürt, wie ein neues Leben Platz genommen hat. Ich konnte mir das nicht beschreiben, ich konnte mir das nicht erklären. Meine 3 zentralen Lebensfragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was mache ich eigentlich hier, die waren innerhalb von einer Sekunde waren die beantwortet. Ich wusste, dass ich von ihm komme, dass ich zu ihm gehen werde, dass ich einen Platz im Himmel habe. Das war ein Wechsel von schwarz-weiß zu farbig. Das war ein Wechsel von Tod zu Leben. Ich habe gewusst, in dem Moment, ich war total verloren. Und zwar in Ewigkeit. Das hat mich dermaßen geprägt, dieser eine Moment, dass ich immer wieder zu diesem Boden zurückgekehrt bin. Immer wieder an diesen einen Ort, der mich verändert hat. Diese eine Hand, die mich seither immer wieder berührt hat, an diesem Ort der Stille, wo ich einfach Gemeinschaft gehabt habe mit Jesus. Genau diese Hand berührt heute noch andere Menschen. Ich habe gemerkt, dass Jesus mein ganzes Leben will. Alles von mir. Genau deswegen strecke ich mich jeden Tag nach diesen Wegen aus von ihm und möchte ihn jeden Tag besser kennenlernen, weil es heißt, ihn zu kennen, ist das ewige Leben. Und diese eine Hand, die möchte auch dich berühren.